begleitet uns auf die Harry Potter Exhibition hier in Wien. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Harry Potter Video. Ja, wir sind hier in Wien und gehen auf die Harry Potter Exhibition. Heute ist aber leider der letzte Tag. Heute ist der 19. März, aber die Exhibition wechselt Ende April nach Paris. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel im Disneyland Paris seid, könntet ihr auch einen Abstecher zur Harry Potter Exhibition machen. Und ich glaube, die geht sogar bis Oktober. Und ich kann euch schon mal verraten, Brina und ich sind auch nochmal da, und zwar im Mai. An Pfingsten werden wir dort die Harry Potter Exhibition besuchen. Aber wir schauen erstmal hier, was so abgeht. Wir haben hier das VIP-Ticket gebucht, weil da gab es keine anderen Tickets mehr, als ich gebucht habe Ende Dezember. Und es hat über 70 Euro gekostet. Also nicht ganz günstig. Die normalen Tickets kosten so zwischen 25 und 30 Euro. Und da muss man aber einen Zeitslot aussuchen. Wir mit unseren VIP-Tickets können einfach zwischen 9 und, weiß nicht, wie lange offen hat, 18:30 Uhr, glaube ich. 17 Uhr einfach reinkommen. Dann kriegen wir ein Lanyard und wir kriegen einen 10 Euro Gutschein für den Shop, wenn man 20 Euro ausgibt. Und hier gibt es Butterbier. Ja. Ach, aber gerade voll. Es gibt hier Butterbier. Also ich weiß, was ich trinke. Ja, aber nur, wenn die hier aufmachen, ne? Ja, ich hoffe, dass die später hier aufmachen. Ja, ich zeige euch natürlich, was euch hier erwarten wird, und freue mich sehr drauf. Wir haben jetzt eingecheckt, und zwar haben wir jetzt hier so ein Lanyard für VIP-Guests und hier so ein Armbändchen bekommen. Und damit muss man jetzt hier sich anmelden. Und dann nehme ich euch jetzt mal mit. Ich habe keine Ahnung, ich habe ein bisschen was gesehen, aber so. Deutsch. Okay, mein Name, das male ich jetzt kurz mal aus. Seine E-Mail-Adresse eingeben, seine Postleitzahl, seinen Namen. Und ja, jetzt geht's los. Jetzt darf ich mein Haus auswählen. Und natürlich, ich habe einen Gryffindor-Schal an, also wird es Gryffindor. Jetzt darf ich meinen Zauberstab auswählen. Und ich nehme Hermine. Welchen Patronus hast du genommen? Den Phönix. Dann nehme ich den Schwan. Ah, Foto. Also jetzt seht ihr nochmal hier Simone, ne? Mein Haus, mein Zauberstab und mein Patronus. Und ja, dann bin ich fertig. Willkommen zu Harry Potter, die Ausstellung. Schließe dich unserer Reise durch diese außergewöhnliche Welt der Magie an. Du bist ein Zauberer, Harry. Ich bin was? Vom geschriebenen Wort über wunderschön gestaltete Skizzen bis hin zum bewegten Bild haben Filmemacher die Welt von Harry Potter zum Leben erweckt. Das ist wichtig, dass du gut auf sie achtest. Wichtig, ich muss zum gleichen Anwalt finden. Das gibt es doch gar nicht. Erlebe die beliebten Figuren, magischen Tierwesen und ikonischen Momente der Wizarding World. Du liebes Bisschen, du bist Harry Potter. Ich bin Hermine Granger. Ach, und du hast... Mein Mann Muschlein. Freund, ihr zieht euch am besten eure Umhänge an. Wir werden wohl demnächst ankommen. Bist du mutig oder loyal? Ehrgeizig oder weise? Verwende Zaubersprüche, enthülle Geheimnisse und hole Punkte für dein Haus. Folge dem goldenen Schatz, um deine eigenen magischen Momente zu entdecken. Okay, also wir sollen jetzt unser Armband hier scannen und dann sollen wir unseren Namen auf der Map finden, auf dem Karte des Rumtreibers. Scannt eure Armbänder, sodass ihr euren Namen auf der Karte finden.
Wo bin ich denn? Ich hab mich ja nicht gefunden. Da! Wir mussten jetzt unser Armband scannen und dann da. Seht ihr meinen Namen auf der Karte des Rumtreibers? Wenn ich das. Na, guck mal da. Also Simone hält jetzt das Bändchen dran, dann wird sie erkannt. Genau, jetzt muss sie sich identifizieren, das ist sie. Sie ist dem Haus Gryffindor. Und jetzt darf sie ein Bild machen, mit einem Hut. Mama, du musst mal das zurück. Ja, es ist super, wenn Menschen genau durchs Bild laufen. Aber ja, ich hoffe, ihr habt das Prinzip von dieser ersten Aktivität verstanden. Wir haben auf jeden Fall 10 Punkte, also ich habe 10 Punkte für Gryffindor. Läuft. So, jetzt im Haus Slytherin und hier sieht man den Anzug von Draco aus der Harry Potter und der Halbblutprinz. Der Blick ist schon schön böse, den ich gemacht. Möchtest du das zeigen? Hier sind Zauberstäbe von Draco Malfoy, einmal links und rechts der von Bellatrix Lestrange. Und das ist ihr Kleid auch von der Halbblutprinz. War ganz schön enges Korsett. Das ist von The Cursed Child. Scorpius Malfoy und Albus Potter. Hier haben wir mal den sprechenden Hut, der lederne sprechende Hut, der das Hogwarts-Haus jedes Schülers verkündet, wurde gefärbt, einem künstlichen Alterungsprozess untersetzt und mit keltischen Symbolen geprägt. Weißt du Bescheid? So, jetzt sind wir hier bei Hufflepuff. Zu jedem Haus gibt es natürlich auch so eine Infotafel, die man sich durchlesen kann. Hier haben wir einmal den Umhang von Cedric Diggory aus dem 4. Teil. Ja, war schon groß und breit. Hier haben wir einen normalen Frauenumhang. Hufflepuff Student Female. Hier ist das Schwert von Godric Gryffindor aus Teil 2 zum Beispiel oder Teil 7.
und die Originalkostüme von Harry, Ron und Hermine. Das hatte Harry im dritten Teil an. Das Hermine und dann da hinten Ron. Warum hat er sowas Dickes angehabt? Was ist da hier? Ist das die große Halle? Ja, mal das Kostüm von Gilderoy Lockhart aus dem zweiten Teil. Die waren alle irgendwie so breit in den Schultern. Das, wenn das Bild, ja, wenn das Bild sieht das gar nicht so aus. Wie waren sie alle sehr breit, sehr aufgeplustert. Oder es kommt in der Kamera nicht so rüber. Naja. Dann sind wir bei Zauberstäbe und jetzt müssen wir wieder was machen. Was musst du machen? Du hast ja den Zauberstab von Lord Voldemort. Der clownartige scheinbar aus Knochenfett Zauberstab drin des dunklen Lords. Du bist zu langsam. Bla bla bla. So. Der Zauber. Zeichne das Symbol nach. Hast es geschafft, guck mal. 10 Punkte für Slytherin. Simone hält jetzt ihr Bändchen wieder an die Fläche, identifiziert sich. Nehmen wir mal den Zauberstab von Snape. Gerade gesagt, der ist echt schön. So ein metallisches Finish. Kann man hier auch noch was machen? Nee. Ist nur Deko. Newt Scamander von Fantastische Tierwesen. Hat ein Loch drin. Tina Goldstein, auch von Fantastische. Der sieht aber ein bisschen nach Plastik aus. Ja, wir können es mal vergleichen hier. Mein Original-Zauberstab mit dem Fake hier von Albus Dumbledore. Naja, fast. Von der Größe her. Ja, der Elderstab von Albus Dumbledore. Und hier stehen die tatsächlich immer daneben, immer in groß. Hier haben wir Grindelwald. Oh, der hat sogar Dorn, guck mal. Muss man ja aufpassen. Sieht aus, als wäre das einfach nur aus dem Baum gerissen. Ja. Krass. Und da kommt deiner, Lord Voldemort. Der hat auch so einen Stachel, so einen Zahn, so einen Knochen. Ja, das ist zum Halten. Perfekt, damit man nicht abrutscht. Ah ja. Wie bei einem Messer. Und hier auch nochmal. Kannst du in den Arm rammen. Wir sind jetzt im Raum der Zaubertränke. Und wir müssen jetzt warten, um wieder Punkte zu sammeln, weil hier gibt es so Töpfe. Und dann ist es wieder, also es ist sehr interaktiv, das macht schon Spaß. Also Simone hält wieder dran, identifiziert sich. Einen Liebestrank. Peppermint brauche ich. Wen willst du denn verzaubern mit deiner Liebe? Das verrate ich nicht. Das ist ein Geheimnis, so. Yay! Hier gibt es noch die Originalkostüme von Horace Slughorn aus dem sechsten Teil und von Snape. Auch ganz schön groß. Ja. Feuer! Was ist das dann? Hier sieht man die ganzen Zutaten. Hier sieht man auch die Zutaten der Zaubertränke. Ja.
bei Verteidigung gegen die dunklen Künste. Also wir arbeiten uns vor, von Schulfach zu Schulfach. Und hier gibt es wieder Punkte zu sammeln. Schauen wir mal. Wovor hat sie am meisten Angst? Das muss sie jetzt entscheiden. Vor einem dichten Wald, vor einem von einer dunklen Nacht oder vor einem mysteriösen Geräusch? Ein dichter Wald wird das bei Simone. Oh, da sind Spinnen. Eieiei. Das ist der Ridiculus. Ten points for Gryffindor. Nächste Unterrichtsstunde ist Wahrsagen. Dann gehen wir mal zu der freien Kugel. So, was muss ich denn jetzt hier machen? Also auf ein neues Identifizieren, in die Kugel gucken. Und sie sieht nichts, sie hat nämlich ihre Brille nicht an. Wir haben jetzt die Originaltasse aus dem dritten Teil, aus Wahrsagen, wo Harry Potter den Grimm sieht. Diese Alraunen hört man seit Anfang der Ausstellung. Jetzt sind wir bei Kräuterkunde. Du musst auch wieder Punkte sammeln. Jetzt sind wir im verbotenen Wald angekommen. So, dann gehen wir mal in Hagrids Hütte. Es ist dunkel hier, aber ich hoffe, ihr könnt sehen, das ist der Regenschirm zum ersten Teil von Hagrid, mit dem er gezaubert hat, als er Harry Potter abgeholt hat. Ganz schön groß seine Hütte, sogar mehrere Räume. Ah, hier gibt es wieder was zu gepunkten. Jetzt darf Simone sich mit einem Patronus verteidigen. Da hat sie schon verkackt. Falls sie nicht wusste, sie hat sehr trockene Hände. Wir hier beim Trimagischen Turnier. Da sieht man den Drachen und auch sein Ei. Hier sieht man dann die Originalkostüme von dem Trimagischen Turnier aus dem vierten Teil von Fleur, von Cedric, von Harry und von Viktor Krumm. Hier sieht man den Pokal. Der trimagische Pokal. Stilisierte Flammen und farnartige Verzierungen auf der Innenseite der Kristallscheiben des trimagischen Pokals erwecken den Eindruck, der Pokal sei lebendig. Aha. Wir können Quidditch spielen. Der Besen. Ich bin ganz schlecht in sowas. Ich würde sagen, ich blamier mich jetzt mal ein bisschen. Blamage. Fast. Mit einer Hand. Fast.
Ui! Wir sind jetzt beim Thema Reisen angekommen. Und hier gibt es einen Portschlüssel, den benutze ich jetzt mal. Fantastische Tierwesen hat hier auch ein bisschen was. Hier gibt es so eine Fotolocation mit Koffer. Da hinten gibt es auch ein Outfit von Newt Scamander. Was haben wir hier? Hier gibt es wieder Punkte. Nee? Nee? Das ist immer noch ein fantastische Tierwesen. Was haben wir hier? Der Bowdackel. Wurde grün, wie Slytherin. So, geh mal anrufen. Was passiert denn hier? Velma Magie. Du musst bestimmt lesen. Ah, da, 6. 2. 4. Ich kann ja mal versuchen, von zu Hause anzurufen. Und jetzt? Was sagt er? Nix? Ah, guck mal, wähle 999. Und dann? Und jetzt? Passiert nichts? Passiert nichts. Kaputt. Schade. Naja, müssen wir doch ein Taxi so anrufen. Hier gibt es noch einige Originalkostüme. Von Sirius Black hier zum Beispiel. Von der Umbridge. Oder, wen haben wir hier? Cornelius Fudge. Und hier gibt es die berühmte Treppe. Oder die Kammer unter der Treppe, ne? Als Fotolocation. Und da haben wir auch noch Umbridges Office als Fotolocation. Alles zu Lord Voldemort. Das Buch aus der Kammer des Schreckens. Ravenclaws Diadem aus Teil 6, das als Horcrux war. Hufflepuff-Becher, auch ein Horcrux. Und ich glaube, der wurde auch in der siebten Teil, glaube ich, wurde er zerstört. Das Medaillon. Der, den würdest du nehmen? Ja. Okay. Hier ist das Kostüm von Lord Voldemort. Schon cool aus. Und hier haben wir Hermines Tasche. Die brauchen wir fürs Disneyland. Ich brauche hier die Tasche von Hermine fürs Disneyland. Da kann ja alles rein. Ja, dein Bild habe ich gesehen. Muss ich auch mal machen.
Wingardium Leviosa. Ne? Die meisten Punkte hat natürlich Gryffindor, weil die meisten Gryffindor nehmen. An zweiter Stelle Slytherin, dann Ravenclaw und dann Hufflepuff. Wir sind jetzt hier gerade jetzt im Shop angekommen. Kindergrößen, da vorne hängen große schwarze. Und hier gibt es gerade 50% off auf die Harry Potter Exhibition Wien Sachen. Das T-Shirt zum Beispiel kostet 37 Euro, 50% Rabatt. Sieht echt schön aus und wir haben ja eh noch unseren 10 Euro Gutschein, deswegen why not? Also ich zeige euch noch was anderes gibt, aber die, also halt wo Wien draufsteht, ist halt 50% off. Die ganzen anderen Sachen natürlich nicht. Die werden damit nach Paris genommen. Das ist Hufflepuff. Ach, meintest du doch. Kostet euch 18 Euro. Daher findet ihr die Tasse sehr schön. Vielleicht gibt es sie ja noch irgendwo. Oder sie ist ausverkauft. Ich kann dann mal in Paris für dich gucken. Ja, so 18 Euro die Tassen. Also ich sage euch jetzt natürlich nicht die Preise. Zu allen Sachen. Magnete gibt es, Schmuck. Ja, wie gesagt, schwarz finde ich eigentlich auch cool als Hoodie, aber die kosten halt 80 Euro. Ja, 40. 40, ja. Aber ziehe ich den nochmal an? Nö, nö. Was gibt's denn hier noch für Schmuck? Was? Das Buch? Das Buch? Dobby. Das ist für 110 Euro. Es gibt keine mehr. Ketten sind auch cool. Oh, das ist nicht. Ah, das ist süß mit der Straße da. Dann gibt es ja auch richtig coole Geburtstagskarten, die auch ihr sich so ändern. Also habe ich bisher auch noch nirgends gesehen. Richtig cool. Kosten 5 Euro. Für Harry Potter Fans auf jeden Fall richtig toll. Dann gibt es hier auch den Brief von Hogwarts. Kann man das aufmachen? Tatsache. Ah, das ist Briefpapier. Das habe ich schon mal gesehen. Gibt es hier auch noch solche Bücher? Ach, das sind Postkarten. Auch cool, verschiedene Postkarten. Für 15 Euro. Und noch hier die, ich glaube, das sind Magnete, die sind auch richtig cool. Kosten 12 Euro. Also hier gibt es echt viel Merch, was ich bisher noch nie gesehen habe. Fantastic Beast Bücher. Natürlich gibt es hier auch die Gewänder von jedem Haus. Kosten 95 Euro. Die wirken aber sehr, sehr lang. Gut, das ist jetzt XL, aber die, glaube ich, bis zum Boden. Pullover gibt es hier auch. Aber Griffin habe ich jetzt noch nicht. Doch, da vorne. Sehen auch richtig schön aus, kosten 120 Euro. Oi, oi, oi. Mal weiter. Hier gibt es noch so Quidditch-Pullover von allen Häusern. Ich glaube, es ist Quidditch. Sieht angezogen so aus. Noch so Notizblöcke, Stifte. Oh, es gibt Hedwig-Sachen. Wie süß. Ja, hier so ein Hedwig-Rucksack mit Brief. Kostet 40 Euro. Schon sehr süß. Diese Ron und Harry Pullover gibt es auch und hier kosten sie aber 100 Euro. Ach, das sind echt heftige Preise. Gibt es auch für Ron. Ich habe mir ihn da in London ja gekauft. Da war er auch schon teuer. Aber hier ist er noch teurer. Da könnt ihr aber auch mal bei Elbenwald oder so vorbeischauen. Die haben die Sachen tatsächlich auch. Also nicht alles, aber hier diesen Pullover, davon weiß ich. Gibt es so Badges. So Jeansjacken und so. Ist auch ganz süß.
Magnete von allen Häusern, Lanyards. Und Ketten. Ah, ja, die ist cool. Aber rot gibt's nicht mehr. Grün gibt's ganz viel. Grün gibt's ganz viel. Was kostet sie denn? 15. Das ist okay. Das hat so einen Klunker am Hals, ne? Aber ist cool. Die ist auch ein bisschen länger, glaube ich, dass die halt nicht. Aber es gibt kein Rot mehr. Ich brauche Rot. Ich kann jetzt keine grüne... Paris. Hier ist auch so ein Armbändchen mit Charms dran. Kostenlos heute. Heute kostenlos. Kein Preis dran. Schlüsselanhänger. Ah, der ist auch schön. Der Niffler. Hier so ein Schlüsselanhänger kostet 13 Euro. Hier gibt es noch mehr, der Harry Potter Exhibition Merch, aber das ist jetzt nicht 50% reduziert, weil da immer nur Harry Potter Exhibition draufsteht. Kann man wahrscheinlich sein Butterbier draus trinken. Notizblöcke, so eine Cappy. Hier so ein Tumblr. Ähnlich wie der Starbucks-Dings für 35 Euro. Gibt es auch Figuren. Bücherhalter. Die? Ja, ist ja riesig. Ja, dann ist ja, du musst ja deinen 10-Euro-Gutschein ja verwenden. Ja, weißt du, was das Lustige ist? An der Kasse kostet fast alles 20 Euro, damit du den Mindestkaufwert für diesen Gutschein erreichst. Aha. Clever. Ja. Aber dafür irgendwie 30 Euro. Ja gut, aber es ist halt Harry Potter und ist groß. Ja, aber super. Da kommt ein Strohhalm rein, den ich. Dann kannst du auch mit Strohhalm den kaufen. Ja, aber das ist ja was anderes. Und dann... Das ist halt groß. Sehr groß, ja. 30 Euro. Also 20 nur noch, weil du hast schon ein Ticket bezahlt. Du kannst auch so ein Kelch für zu Hause kaufen. Und dann bei meinen Online-Meetings, Moment mal, ich muss mein Wasser schlürfen. Das ist ganz dekadent, kann auch nicht jeder. Nee, was würde es denn? Was würde es kosten? 58 Euro. Ja, Schnapper für deine Meetings. Wirklich 10 Euro. Dass du ja schon dein Ticket bezahlt hast. Oh, Demiguys. Auch von Hogwarts Legacy. Wer Hogwarts Legacy gespielt hat, weiß, die sind ganz schön nervig zu suchen. Ich weiß, aber bei Hogwarts Legacy muss man die suchen. Überall. Oh, die ist schön. Ich bin ja kein Schneekugel-Fan. Ich würde sie mir jetzt auch nicht mitnehmen. Oh, die ist schön. Was kostet sie? 103 Euro ist ja. Aber die ist Absicht 10. Ja, die ist schön. Gefällt mir. Und die Tasche, glaubst du, die ist auch so viel Platz? Du kannst da mal reinschauen, die hängt da nämlich aus. Die hängt da? Was kostet sie denn? Ach, 82. Minus 10. Minus 10 Euro. Und? Sieht qualitativ super aus für 82 Euro. Mach mal auf. Ist bestimmt super, aber die Tücher fandst du schön, ne? Aber auch teuer. Das ist schön. Das ist echt schön. So dezent Harry Potter. Das sieht man nicht. Das ist 35 Euro. Abzüglich 10. Ah, die sind schön. Das Graue ist ja ist auch schön. Das Express-Merch. Ein Rucksack, der sehr klein aussieht. Kostet? Schnappe 70 Euro. 70. Wir können aber nicht für alles die 10 abziehen. Wir müssen uns halt mal entscheiden. Hier gibt es so kleine Buttons, Pins, Geldbeutel. Hier gibt es auch noch hier so eine Thermotasche. Ein Kartenhalter in Gold. Oh, die Tasche ist auch super hier. Da fällst du auf. Für 55.
Der ist auch ganz süß. Wow, Block 20 Euro. Aber so Essen und so Getränke gibt es ja tatsächlich nicht, so Butterbier und so. Ja, aber dann kannst du ja nicht so to go. Weißt du, wenn du jetzt hier wohnst und du möchtest dir noch Butterbier mitnehmen, weißt du? 20 Euro. Sehr auffällig, finde ich. Ja, wenn man das VIP-Ticket gebucht hat, hat man halt die Taschen auch 20. Was ist das? 20? 20. Aber das finde ich schon teuer für so einen Jutebeutel. Und das 18. Dann das bisschen schafft man nicht. Muss man auch, den Stift dazu kaufen. Der kostet aber bestimmt keine 2. 6. Musst du was drauf zahlen. Honeyduke? Kein Preis. Oh, heute auch gratis. Hier gibt es noch so kleine Täschchen. Die kosten auch nur 18 hier. Ja, und dann musst du halt das dazu holen. Und den Stift 20. Haarspänkchen, die sind auch cool. Also wir bezahlen jetzt gerade hier, für VIP-Gäste gibt es noch extra so eine schöne schwarze Tasche, wenn man was kauft. Wir haben nach unseren Fotos gefragt, also ein Foto kostet 25 Euro und 3 Fotos kosten 50 Euro. Und ja, die waren schon schön, aber schon etwas teuer. Wir sind jetzt draußen, haben ein bisschen was gekauft, mussten ja den Gutschein, die 10 Euro verwenden. Und haben jetzt ein Butterbier gekauft, kostet 5 Euro, gibt es hier draußen an den Ständen. Ich bin gespannt, es ist relativ hell und ich probiere es mal. Schmeckt aber ganz gut, sehr süß, aber schmeckt eher wie eine Milch, muss ich sagen. Ja, also ist Butterbier-Sirup drin. Das sollte ich mal umrühren, wäre eine gute Idee. Ein kurzes Fazit zur Harry Potter Ausstellung. Generell hat uns beiden es echt gut gefallen, das Interaktive ist echt cool gemacht. War natürlich zwischenzeitlich echt voll in manchen Räumen, weil es sich sehr geknubbelt hat. Das VIP-Ticket würden wir so jetzt nicht mehr kaufen, wenn wir die Möglichkeit hätten. Denn ja, so viel mehr. Ja, man hat jetzt hier so eine schöne schwarze Tüte und ein Lanyard und 10 Euro Rabatt gehabt und musste nicht lang anstehen. Obwohl jetzt, als wir gekommen sind, musste man auch fast gar nicht anstehen. Deswegen, wir haben auch für Mai mit Brina auch keine VIP-Tickets gebucht. Wir haben ganz normale Tickets gebucht. Und da nehme ich euch natürlich dann auch wieder mit. Aber generell, wie gesagt, hat es uns sehr gefallen. Viele verschiedene Kostüme gibt es und kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Wenn ihr Paris besucht, zwischen April und Oktober, dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Und nach Paris nehme ich euch natürlich auch wieder mit und gucke, ob es genau dasselbe ist und was sich dann da unterscheidet. Wir holen jetzt erstmal unsere Garderobe ab und dann verabschiede ich mich bei euch. Ich habe mal sehr schweres Gepäck dabei. Was wir noch vergessen haben, wir hatten tatsächlich den Audio-Guide, den man mit QR-Codes scannen konnte. Aber wir hätten Kopfhörer für unsere Handys gebraucht. Die haben wir nicht mitgenommen, wir haben ja unsere Tasche abgegeben. Kostet übrigens 2 Euro die Garderobe, finde ich vollkommen okay. Und was wollte ich noch sagen? Ach, jetzt war richtig viel los. Also jetzt wahrscheinlich hätte sich das VIP-Ticket schon mehr gelohnt. Aber wir haben, was wir uns gefragt haben, wenn es jetzt schon an der Schlange so voll war, wie ist es drin, ob dann noch geknubbelter ist? Können wir jetzt natürlich nicht sehen. Wir waren morgens da. Ich glaube, 9 Uhr ist eine ganz gute Zeit gewesen. Aber jetzt da waren, wie gesagt, jetzt ist es mega voll. Ja, wie gesagt, im Mai bin ich dann in Paris mit Brina unterwegs. Nehme euch da natürlich mit. Und ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr hier wart oder nach Paris fahrt, wie eure Erfahrungen waren und das mit der Community teilen. Das ist bestimmt immer hilfreich. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.